Sternbürger, willkommen zurück bei Star Citizen. Heute wieder ein kleines Video von mir zu den Neuigkeiten aus der letzten Zeit. Ja, ich habe schon eine Weile nichts mehr von mir gehört. Das war meiner Schule zu verdanken, dass ich einfach keine Zeit mehr gehabt habe. Deswegen will ich euch jetzt noch ein paar Sachen nachreichen. Und zwar den Patch Nummer 0.9.2.1. Ja, was gab's da Neues? Wir konnten die ganzen, wir können noch, ich glaube diese Woche noch, über die Anniversary Sale, können wir noch die 300 Varianten von Origin fliegen. Die 300R, die 300A, ja, und die anderen zwei. 300E auf jeden Fall, ja, die können wir auf jeden Fall fliegen. Dann haben sie ein paar Sachen geändert. Die Ballistik-Munitionskisten, der 25mm Kaliber Longsword, 9er Serie Longsword, wurde die Munitionanzahl reduziert und der Schaden verringert, also wurde ein bisschen genervt. Dann bei der 35mm Kanone, die 11 Serie Breitschwert, wurde die auch die Maximalmunition reduziert und aber der Schaden da erhöht. Also man hat weniger Schuss, aber man macht mehr Schaden. Das gleiche war bei der 60mm Sledge 2, da wurde auch die Maximalmunition reduziert. Dann gab es noch ein paar Anpassungen bei dem ESP, das ist ja das neue Steuerungsmodul, wo sie implementiert haben seit neuestem. Das soll jetzt konsequenter und direkter sein bei Hardware. Der visuelle Joystick ist jetzt auch einstellbar möglich. Ja, dann haben sie noch ein paar Fixes beim Sound der 300er Klassen gemacht. Dann haben sie ein paar Fehler der Triebwerke bei der 300 wieder hinzugefügt, dass die Steuerung auch leichter sein soll. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie und warum es da Probleme gab, aber weil ich ja keine 300 besitze. Und auf jeden Fall haben sie das gefixt. Dann beispielsweise ist die 325A mit der Textur der 300i gespawnt. Bei der Gladius wurde der Baldachin bearbeitet und ja, Jukebox, die Musikanzeigen und so wurden ein bisschen überarbeitet. Was haben wir denn noch? Ja, ein paar Sachen wurden denn. Dann gibt es noch ein paar bekannte Bugs, wie immer. Dass die 300i ignoriert benutzerdefinierte Belegungen, also dann tut man was belegen, die wird es ignorieren. Das Fadenkreuz der 350R bleibt auf einem Ziel verheftet. Bei der Redammer gibt es einige Sachen, wo nicht Funktionen sind. Der Traktorstahl funktioniert nicht. Ja, das war eigentlich das Gröbste. Ja, ist noch eine wichtige Sache, dass für die, wo ihre Grafikkarte overclocken, das kann zu Spielabstürzen führen. Ja. Ne, das denke ich mal war jetzt das Wichtigste zu diesem Punkt. Ein anderer Punkt ist der Anniversary Sale, wo momentan noch läuft. Dazu habe ich jetzt auch noch eine kleine, die Webseite von Star Citizen noch ein bisschen hier aufgenommen. Auf jeden Fall gibt es jetzt ja, jede Menge Schiffe zu kaufen. Die hier seht ihr die Aurora LX Varianten zum Upgraden, das Standalone und das Packet, die 350, die Super Hornet, die Freelancer MIS, dann die M50 Interceptor, die Dray Cutlass und hier unten noch ein paar richtig geile Schiffe, wie die Retilator, oh, das ist ein Traumschiff, aber so arschteuer, oder die Gladiator, soll auch ein sehr, sehr starkes Schiff sein, und dann das große Banu Schiff, das Transportschiff, die Caterpillar und die Starfare. Jetzt am Freitag wird es noch ein richtig geiles Schiff geben, die Javelin, ein Zerstörer. Einer der ersten Zerstörerklassen, wo gekauft werden kann. Der Preis ist auch dementsprechend mit 2.500 Dollar. Finde ich ein bisschen hoch. Es wird verschiedene Verkaufszeiten geben, die seht ihr hier. Um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 6 Uhr abends und Mitternacht jeweils 50 Stück und die sind auf die 200 beschränkt, also die wird es danach nicht mehr geben. Ja, auch wird es für Neueinsteiger 5000 Auroren geben für 20 Dollar, die, wo sie noch nicht sicher sind, was für ein Schiff sie haben wollen, um dass sie es wenigstens mal spielen können, das Spiel.
haut Chris Roberts 5000 Aurora raus. Ja, das sind nur Kommentare. Aber ich denke mal, das war eigentlich das Wichtigste für die kommende Woche. Oder für Ende der Woche. Und falls es was Neues gibt, dann melde ich mich natürlich wieder. Und bis dahin, halte die Ohren steif. Tschüss.